Äh, na leute zusammen, hier ist wieder euer und Ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute, heute wieder so einen kleinen Toy -Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir über eine kleine Questreihe bekommen können. Und dazu bin ich schon einmal hier in Waldracken, äh, der Hauptstadt in den Dracheninseln. Und hier befinden wir uns einmal auf den Koordinaten 26,66. Und dort haben wir einen Questgeber, der eine kleine Quest startet. Hier diese Goblin-Dame. Die hinter mir steht. Also, ihr seht, hier ist dieser Bazar und dann haben wir hier die Goblin-Dame neben dem Ausguck hier stehen. Die gibt uns am Anfang eine Quest. Das ist eine Breadroom-Quest, die uns quasi zu den weiteren Quests hinführt. Die Quest schimpft sich im Himmel verloren und das sind dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quests. Und ganz am Ende gibt es dann ein Spielzeug und dieses Spielzeug schimpft sich Professorin Hohenzirps. Äh, federführende Harpienverkleidung Und ja, um dieses Toy geht es heute. Ist nicht viel Aufwand, sind vielleicht ja, 10, 20 Minuten, ein bisschen Questen. Und dann haben wir einmal das Toy. Das spielt alles, äh, wo waren das nochmal, irgendwo hier oben? Dort in der Ecke spielt das, da muss man ein paar Quests machen, am Ende verkleidet man sich auch als eine Harpie und dementsprechend bekommt man dann das Toy, mit dem wir uns auch in eine Harpie verwandeln können. Das lernen wir jetzt einmal an der Stelle und dann würde ich sagen, schauen wir es uns natürlich dann auch an. Wo haben wir es? Ah, da können wir es anklicken und ihr seht, wir verwandeln uns dann in eine Harpie. Sieht ganz nett aus und wir sind quasi die Kochharpie, wir haben auch noch eine Kochmütze auf, wie ihr seht. Das Ganze wird ein bisschen auch in der kleinen Questreihe erklärt. Das neue Harpien-Modell sieht eigentlich ganz cool aus, kann man nichts sagen. Und ja, jetzt testen wir mal noch, ob wir mit der Harpie auch aufmounten können. Ah, nein, aber wir haben die Kochmütze auf. Ich dachte mir schon, dass das nicht so programmiert ist. Sobald wir das Mount wieder runtergehen, haben wir quasi wieder die Harpien-Gestalt. Das Ganze ist 10 Minuten lang drauf und äh, hat eine Abklingzeit von einer halben Stunde. Also ihr könnt es nicht durchgehend haben, sieht aber ganz cool aus. Jetzt gucken wir mal, Bärengestalt geht auch. Ich kann auch in die Bärengestalt gehen und dann mit der Harpie hier ein bisschen rumflitzen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Ich zeige euch nochmal kurz auf der Map, wo wir uns befinden, beziehungsweise zeigen den auch nochmal an. Also hier nochmal die komplette Map von Waldracken, beziehungsweise ähm, dann von Tal Drassus. Und hier unten auf der Tal Drassus map ist es dann bei 35,62. 62. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.